genügend über Geld wissen, Finanzierung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die ich gemacht habe, Firmengründung habe ich mal gemacht, zusammen mit einer Erfindung, eine eigene GmbH gegründet und so weiter und glaubte über Geld alles zu wissen und habe das erstmal für Blödsinn gehalten, was er mir schrieb. Aber da ich nicht einfach nur schreiben wollte, kann ich nicht nachvollziehen, wollte ich ihn anhand von Fakten nachweisen, dass das nicht stimmen kann, was er mir geschrieben hatte. Und dazu musste ich mich erstmal sachkundig machen. Das war für mich sehr schwer, ein völlig neues Thema. Ich musste vor allen Dingen versuchen, an Zahlen zu kommen, denn für mich als Pragmatiker konnte ich nur das widerlegen anhand von Zahlen, nicht mit aus dem Bauch raus, mit Gefühls oder so ähnlich. Und je mehr Zahlen ich dann mühevoll entdeckte, nach und nach, und verglich miteinander, umso mehr stellte ich fest, dass da was dran war. Und besonders hat mich das interessiert, weil ich feststellte, dass der Wachstumszwang unserer Gesellschaft, der mir vorher aufgefallen war, den ich auch aufgrund meiner Tätigkeit in Umweltverbänden und bei den Grünen zu Genüge als Problem erkannt hatte, dass dieser Wachstumszwang tatsächlich mit unserem Geldsystem zusammenhängt. Und das hat mich natürlich immer mehr gefangen genommen. Und ich habe mir gesagt, Mensch, jetzt bist du so alt geworden. Damals war ich etwa, 54 sowas, 53. Bist du alt geworden und glaubst du, Geld Bescheid zu wissen, offensichtlich, warum hast du da was nachzuholen? Da wirst du mal ein paar Wochen dich mal mit befassen, dann kannst du das Thema wieder abhaken. Ich hatte damals ein drittes Buch zwischen mit dem Titel Vom Versuch, mehr Demokratie zu wagen, Tagebuch eines Bürgers. Da wollte ich über meine Erfahrungen in Bürgerinitiativen auf politischer Ebene meine Erlebnisse zusammenschreiben. Das Buch habe ich heute noch da liegen, halbfertig nicht. Ich habe da nie mehr angefasst, weil mich die Sache so fasziniert hat mit dem Thema Geld, dass ich daran kleben geblieben bin. Ja, und wie ich schon sagte, je mehr ich einstieg, umso mehr interessanter wurde das Thema. Und umso größer wurde für mich das Bestreben, alles, was ich dort ahnte, durch Zahlen zu untermauern und möglichst diese Zahlen auch umzusetzen in Grafiken, das macht man ja nun als Architekt lag, um das optisch auch Darstellung zu machen. Denn Zahlenreihen ineinander zu vergleichen ist sehr schwer. Wenn ich das aber auch grafisch umsetze, wird direkt deutlich, welche Probleme in den Entwicklungen vorhanden sind. Ich habe da nicht nur meine anderen Schreibarbeiten und Themen vernachlässigt, wie ich schon erwähnte, mit dem dritten Buch, sondern auch nach zwei, drei Jahren dann auch einen Beruf an Nagel gehängt, knapp 60 Jahren, um mich im Thema ganz widmen zu können. Aufgrund meiner 40-jährigen Berufstätigkeit konnte ich mir das erlauben. Und habe dann also mich seitdem dem Thema ganz zugewandt. 1983 erschien das Buch Wachstum bis zur Krise. Zusammen mit Beiträgen von Werner Onken und Dieter Suhr veröffentlichte Helmut Kreuz seine Erkenntnisse über die Zusammenhänge zwischen der Zinsentwicklung und dem Zwang zum Wachstum. Anfang der 80er Jahre überzeugte er durch einen Vortrag Margaret Kennedy von den fatalen Wechselwirkungen zwischen Geld, Wirtschaft und Wachstum. Er konnte sie so für das Thema gewinnen, dass sie von da an zu einer starken Mitstreiterin an seiner Seite wurde. Sie schrieb das Buch Geld ohne Zinsen und Inflation und bezog Grafiken von ihm mit ein. Margaret Kennedys Buch war ein großer Erfolg und wurde in etwa ein Dutzend Sprachen übersetzt. Helmut Kreuz blieb unermüdlich dran am Thema Geld und verknüpfte 1987 seine Erfahrungen aus seiner Architektentätigkeit mit seinen neu gewonnenen Erkenntnissen und nannte sein Buch Bauen, Wohnen, Mieten. Welche Rolle spielt das Geld? Zur gleichen Zeit plante und organisierte er auch Ausstellungsstände für Kirchentage und Ökomessen. Unter seinem Motto Gerechtes Geld, gerechte Welt oder dem Titel Wachstum, bis die Umwelt stirbt, stellte er Plakatausstellungen zusammen und entwickelte entsprechende Kataloge und Flyer, die zu Tausenden den Weg unter die Leute fanden. Immer mehr Ökogruppen wollten mitmachen und es wurden Ausstellungen organisiert. Die Ausstellungsstände wuchsen von Mal zu Mal. Die größte Fläche betrug damals jeweils 160 Quadratmeter auf zwei Messen in Essen und München.
mit eigenen Vortragsräumen, in denen jede Stunde ein Kurzvortrag mit Diskussion angeboten wurde. Ende der 80er Jahre produzierte Helmut Kreuz zum Thema Wachstum und Geld einen ersten Videofilm in einem Aachener Studio. Aber werden Sie jetzt fragen, kommt es denn in unserer Wirklichkeit zu jener wundersamen Geldvermehrung? Kann denn Geld irgendwie zunehmen oder Junge kriegen? Nun, wenn wir den Werbeanzeigen der Banken Glauben schenken, dann scheint das irgendwie möglich zu sein. Mal wird gesagt, dass Geld wachsen oder Früchte tragen kann. Ein andermal ist davon die Rede, dass Geld sich vermehren oder aus Geld mehr Geld werden kann. Und bei anderen Anzeigen heißt es, Geld könne arbeiten. Offensichtlich machen sich die Leser dieser Anzeigen genauso wenig Gedanken über die Wirklichkeit wie die Verfasser. Denn niemand dürfte in seinem Leben schon einmal Geld haben arbeiten sehen oder Geld wachsen oder sich vermehren sehen. Aller Zugewinn, aller Reichtum einer Volkswirtschaft stammt immer und alleine aus der Arbeit der Menschen. Damit auch aller Zugewinn, der an diejenigen fließt, die ihr Geld, wie es heißt, arbeiten lassen. 1989 wurde er in den Vorstand einer Stiftung gewählt, die unter anderem die Zeitschrift für Sozialökonomie und die Gesamtausgabe des Ökonomen Silvio Gesell betreut. 1990 erhielt er einen Lehrauftrag an der Uni Kassel und wurde in dieser Zeit von mehreren Organisationen für den alternativen Nobelpreis vorgeschlagen. Sein wichtigstes Werk, das Geldsyndrom, erschien 1993 als Hardcover bei Langenmüller und später als Taschenbuch bei Econ. Es wird von vielen Experten als das Standardwerk der Geldreformbewegung gesehen. Mittlerweile gibt es davon 6 Taschenbuchausgaben, auch auf Ungarisch und Persisch. Nächstes Jahr soll sein neuestes Buch erscheinen, auch bei Langenmüller. Im Lauf der letzten 22 Jahre hat Kreuz in Fach- und Publikumszeitschriften an die 200 zum Teil auch längere Beiträge veröffentlicht. Als ebenso bedeutender Bereich seiner Arbeit gelten die vielen Vorträge, die er inzwischen auf allen möglichen Veranstaltungen gehalten hat. Mittlerweile sind es fast 700. Die Zinsanteile in den Münchner Wohnungen noch höher als im Durchschnitt in Deutschland. Weil der Boden eben aufgrund seiner hohen Werte besonders stark durchschlägt. Wie gesagt, rund 3/4 in der Miete, wie sie zahlen, sind Zinsen. Und wir haben heute jetzt diesen Berg von 140 Milliarden oder 70 Milliarden Euro an Zinsen. Wenn man das mal vergleicht mit den Problemen, die wir heute haben, mit denen man redet, 5 Milliarden dafür und 7 Milliarden für die Hochwasserschäden, und die man nicht zusammenkratzen kann, und zahlt gleichzeitig dann jedes Jahr 70 Milliarden Euro Zinsen. Für eine Schuld, die nie etwas gebracht hat, da kann man nur fragen, was soll der Wahnsinn.